Hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warcraft. Ja, auf der Suche nach der Main Story, die ich im Moment leider nicht finde, ist mir eine andere Quest begegnet. Und zwar der kleine putzige Kerl hinter uns. Und ja, da werden wir mal eben hingehen. Was habe ich denn hier eigentlich im Moment? Es sieht ja lustig aus, ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Jo! Hier, ihr da, Fremdling. Interesse an einem Exklusivbericht über die schärfste neue Entwicklung des Jahrhunderts. Sie heißt Schreddermeister MK1 und dieses Baby kann eure Produktionskapazität bei der Herstellung von Rüstungen, Waffen und anderen nützlichen Abenteuerutensilien verdreifachen. Ach was, sogar vervierfachen. Hier, nehmt doch mal diese Hose und nutzt den Schreddermeister. Ihr werdet begeistert sein. Okay. Bleibt gut drauf! Nehmt diese Hose. Das ist gut. Frage ist nur, welche habe ich jetzt bekommen? Achso, die blinken wahrscheinlich, ne? Muss ich die so da reinhalten? Wollt ihr zerschlissene Hose zerstören? Ja. Tut sich da auch was? Hallo? Ich hab doch gerade was verschrottet. Um Vorschläge zu Aktivitäten zu halten. Ne, ich will keine Vor. Ach so, ach, ich habe das Redet mit Ausrufezeichen mir! gar nicht gesehen. Oh mein Gott. Nochmal Es ist schön, dass annehmen. ich helfen konnte. Hä? Ich denke, den sollen wir in den Schredderer reintun. Mit der Zerstörung dieses Gegenstandes werden auch sämtliche damit verbundene. Ach so, Quests abgebrochen. Ich denke, ich soll den da reintun. Okay, dann probieren wir es mal so. So, jetzt ist er auch kaputt. Jetzt ist unsere Quest wieder kaputt. Nee, diesmal Zeit können wir ist abgeben. Geld. Okay, Maschine wird alles Kommt bald verändern. wieder. Stoffreste. Und einfach so ratzfatz seid ihr wieder am Start. All die Materialien, die bei der Herstellung des Objekts verwendet wurden, werden durch den Schreddermeister MK1 wieder nutzbar. Okay, na gut, nicht alle Materialien. Aber es ist immer noch besser, als alles zu verlieren, oder? Oh, und achtet auf das Vorkommen von Explosom. Das ist ein magisches Material, das wir beim Wiederverwertungsprozess als Nebenprodukt entdeckt haben. Es ist ziemlich mächtig und entsteht nur, wenn man das gute Zeug verwertet. Bleibt gut drauf! Ja, und damit ist unsere Quest irgendwie auch schon zu Ende. Das ist sehr schade, weil ich hatte nämlich soweit sonst keine andere mehr gefunden, glaube ich. Ah, jetzt ist aber eine neue hinter uns. Dann würde ich sagen, dann laufe ich mal eben dorthin, wo ich vermute, dass das Ausrufezeichen ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und da sind wir angekommen. Grüße. Ja, Grüße. Wenn ich denn wieder reden könnte. Der größte Jäger eurer Lande, der Zwerg Nesingvari, ist gekommen, um an der großen Jagd teilzunehmen. Wenn ihr euch traut, ihn zu begleiten, reist zu Nesingvaris Posten im nordöstlichen Bereich von Zuldar. Okay. Sandala für immer. Gesundheit. Das ist wohl außerhalb von unserem Gebiet, so wie es aussieht. Im Moment, hinter uns haben wir jetzt auch noch was. Hinter uns sollte noch irgendwo ein Ausrufezeichen sein. Wenn dieses Tier mal dahin laufen würde, wo ich hindrücke, dann könnten wir auch mal gucken. Das müsste doch hier drinnen dann sein. Ja, die Richtung ist schon mal gut. Ja, perfekt. Wollt ihr was? Das weiß ich nicht genau. Wer ist denn euer Lore? Der vermisste Tierführer. Das scheint jetzt doch wieder was anderes zu sein. Ihr gedenkt, mit König Rastakhan zu sprechen, dann stellt euch schon mal hinten an. Es sind nur 432 Leute vor euch dran. Ja, ist kein Thema. Wir warten dann so lange. Dann beginnt die nächste. Dann endet die Folge halt jetzt und die nächste Folge beginnt dann nächste Woche wieder. Der Richtet dem vermisste Thron meine Tierhüter. Grüße aus. Ich habe gerade aus dem Kriegsbestien-Kral gehört, dass eine eurer Tierführer vermisst wird. Das ist normalerweise kein Problem, aber dieses Jahr erwarten sie eine große Brut und werden alle Hände voll zu tun haben. Geht und versucht, diesen Tierführer zu finden. Sein Name ist
Baso oder so. Sagt ihm, dass er zum Kral zurückkehren soll. Mögen die Loa euch Glück bringen. Das ist aber außerhalb, so wie es aussieht. Ja, dann schauen wir mal, wo das genau ist und versuchen, den Typen mal zu finden. Okay, ich dachte gerade schon, ich muss hier irgendwas drücken oder so. Ja, war's das schon? Spricht mit ihm am Posten. Oh. Okay. Um das andere abzuschließen, müsste ich dann nochmal ein Stück weiter durchreiten. Das mache ich dann noch eben. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Schön, euch zu sehen. Willkommen zur Jagd. Bleibt sauber. Ja, der alte Wildtauer hat jahrelang den Angriffen junger, übereifriger und unterqualifizierter Jäger widerstanden. Niemand konnte ihn zur Strecke bringen. Seine Wunden haben ihm fast den Rest gegeben. Aber er weigert sich aufzugeben. Findet den verrückten Flussbestienbullen und helft ihm, seine sterbliche Hülle abzulegen. Man sieht sich. Okay, und man hat mir gesagt, ich soll auch immer direkt die Quests annehmen, die da dran sind. Schnell, schnell. Der sieht ja mal cool aus. Da muss ich mal eben... Seid vorsichtig da draußen. Nein, nicht seid vorsichtig. Ich wollte eigentlich nur ein Bild mal eben von dir machen. Kriege ich aber nicht hin, weil du mich nicht anguckst. Was? Nix was. So, guck mich mal an. So. So. Ist jetzt ein blödes Bild, weil der so doof da steht und sich nicht bewegt, aber egal. Es ist ein Wettstreit zwischen euch, mir und diesen anderen Wilden. Ich finde das amüsant. Südlich von hier findet ihr einige Dimetrodons, Magierinnen. Meine Herausforderin an euch lautet, mehr von ihnen zu erledigen als ich. Tötet 8 giftige... Passt auf euch auf. Na, jetzt sagt er, passt auf euch auf, ne? Also. Grüße, Kommandant. Ihr Narren sprecht von der Großwildjagd, als wäre das ein Mysterium. Pah. Niemand versteht mehr von der Großwildjagd als meine Sippe. Die große Kunst der Großwildjagd wurde bei uns von Generation zu Generation weitergegeben. Ich werde es euch beweisen. Ich wette, dass es euch nicht gelingt, mehr als 11 der Ankylondon-Bestien in dieser Region zu erledigen. Also man soll 12 erledigen, okay. Ja, ich habe die Namen schon wieder vergessen. Ankylondon und Dimetrodon. Ich hoffe, der Große ist keiner von den beiden. Oh Gott. Ich will jetzt nicht drücken. Oh Gott. Das ist doch hoffentlich keiner davon, oder? Das sind die Ankylondon-Bullen, genau, Bullen. Okay. Okay, einer von 12. Das ist schon mal... Ui. Die sind ja doch viel größer, als ich dachte. Moment. Da ist auch noch einer, oder? Ja. Wieso sehe ich jetzt... Ach so, da unten. Ich wollte gerade sagen, wieso sehe ich jetzt die Lebensbalken nicht mehr? Ich bin es überhaupt nicht gewohnt, dass die so komisch mittendrin hängen. Was ist denn das, was hier alles kaputt macht? Ich hoffe, das ist keiner von diesen Großen. Ich muss näher ran. Och Mann, wie nah willst du da jetzt noch rangehen? Okay, jetzt sind sie da oben anscheinend nicht mehr am Kämpfen oder so, keine Ahnung. Ist da was? Nee. Ja.
Ja, so macht das Spaß, wenn die nicht alle zusammenkommen. Moment, jetzt warte ich mal eben. Ja, füll dich auf, füll dich auf. Okay, 5 haben wir schon mal. Wo sind denn noch welche? Da hinten sind welche am Schlafen. Ist das auch so einer? Giftiges irgendwas. Ich habe ein Ziel. Du hattest gerade ein Ziel. Okay. Der eine ist ein bisschen abgehauen, das ist gut. Die beiden kämpfen gerade miteinander, das heißt wahrscheinlich, wenn ich einen davon abschieße, gehe ich mal stark davon aus, dass da noch der andere da mitkommt. Der ist tot. Hallo, ich brauche Gegner. Juhu. Müssen wir wohl doch die beiden zusammennehmen. Jetzt sind die auch weg, oder was? Nee, wollte gerade sagen. Ich bin außer Reichweite. Ach, das regt mich auf mit dieser Reichweite. Kenne ich von keinem Spiel, dass die sagen, ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Ich kann gerade nicht kämpfen, auch wenn mein Leben davon abhängt. Oh. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Nein, du musst die Sachen einsammeln. Du brauchst nichts anvisieren. Ich jetzt, ist das von beiden gewesen? Da war jetzt nur eine Sache drin, ne? Moment, da habe ich doch gerade... Da hinten läuft doch was. Da läuft auch was. Sehr schön. Wie viel brauchen wir denn jetzt noch? 3 Stück von denen, glaube ich, ne? Können wir die Vögel eigentlich auch direkt mitnehmen? Da unten ist der große. Also der sieht irgendwie gefährlich aus, deswegen. Oh. Ich habe kein Ziel. Doch, hast du. Das, was ich anvisiert hatte. Aua. Was war denn das gerade, bitte? Frage ist jetzt auch noch, wo kriege ich jetzt diese giftigen her? Ach, das ist ein giftiges, sehr schön. Jetzt kommt der Große wieder. König Katal, das sagt mir doch was. Aber das ist, also wenn er schon so einen Namen hat, dann ist das bestimmt doch so ein größerer Gegner. Hab ich mich jetzt erschrocken. Oh, da kann man dran vorbeilaufen. Die tun einen nichts. Ach nee, das sind die Leichen. Ach so, ich dachte, die verschwinden. Das ist auch tot. Da hinten ist doch die ganze Zeit irgendwas im Rauskommen hier. Das ist zu weit entfernt. Ja, da muss halt näher rangehen, so. So. Dann haben wir das schon mal. Aber wir brauchen noch diese giftigen Viecher. Oh Gott, wie lange muss man laufen, bis man so ein giftiges Viech mal findet? Also 2 haben wir, glaube ich. Ja, 2 von 8. Bist du auch so ein giftiges Vieh? Ja, du bist ein normaler. Sah mir auch schon zu normal aus irgendwie. Bei dir muss ich das abgeben. Hi. Erak scheint mit einem Pfeilhagel von hinten erledigt worden zu sein. Ja, nicht nur, ne?
Verstörenderweise fehlen einige Teile an der noch frischen Leiche, aber zum Glück befindet sich sein Leichnam Wetteinsatz noch beim... Sein Wetteinsatz noch beim Leichnam, so rum. Okay. Ja gut. Ist das noch so ein... Nee, das ist eine Pflanze, das ist kein giftiger. Da oben ist aber noch mal so ein kleines Viech. Was ist denn mit dir? Das ist gar kein kleines Viech, das ist der Typ. So, die Wunde an seinem Rücken könnte von einem Messer stammen. Wie es scheint, schlägt dort draußen nicht nur die Fauna zurück. Finde zwei weitere Jäger im Reservat. Okay. Okay. Bist du ein Giftiger? Ja. Sehr schön. Ich hätte direkt von hier oben gucken sollen. Ach, der ist da die ganze Zeit. Oh, okay. Die Großen greifen einen aber direkt an. Das sind aber alles diese Akolyten-Dingsbums-Dinger. Da ist noch ein giftiges. Da sind mehrere giftige. Halt, bleib stehen. Sehr schön. Da. Oh, das ist der Große. Ich brauche ein Ziel. Ja, kommt gerade angeschossen. Das war jetzt für beide, ne? Ja. 6 von 8. Etwas anvisieren. Ist das auch ein giftiges? Ich glaube ja, ne? Ja, dann. So. Ja, sehr schön. Findet Waldläuferin irgendwas? Die ist da hinten. Da, wo der Typ jetzt gerade rum... Also, wo das Viech rumläuft, oder was? Nee, ne? Jetzt zeigt es dahin. Ach so, hier. Ich wollte gerade sagen, die soll irgendwo hier sein. Um ihren Knöchel steht ein... Seht ihr, ein Seil gebunden, das feinsäuberlich durchtrennt wurde. Ihr Herz wurde durchbohrt, doch von einer Waffe fehlt jegliche Spur. Es führt weder eine Fährte zur Leiche, noch von ihr weg. Okay. Also irgendeiner metzelt hier die ganzen Leute ab, die hier gerade am Jagen sind, ne? Das ist kein gutes Zeichen. Das Reservat. Ja. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt doch lieber reiten soll. Aber ich glaube, jetzt geht's einigermaßen. Jetzt müssen wir hier mitten rein durch die Tiere, oder was? Euer Ernst? Finde ich jetzt aber gar nicht gut. Ja, genau das habe ich nämlich befürchtet. Ich brauche ein Ziel. Nimm doch einfach den dich beißt gerade. Da oben. Bleib schön weiter schlafen. So, die Zähne einer brutalen Falle haben sich in das Bein dieses toten Jägers gegraben. Pfeile scheinen seine Rüstung durchbohrt zu haben. Sein Gesichtsausdruck ist mit einem überraschenden Ausdruck erstarrt. Er hat den Tod nicht kommen sehen. Ja, das geht den meisten so. Dann versuche ich jetzt erstmal hier wieder rauszukommen. Nach Möglichkeit ohne Schaden zu nehmen.
So, dann schaue ich mal eben. Zwei Sachen müssen wir abgeben. Und Wildtauer getötet 1. Er ist verrückt geworden. Wildtauer. Meinen die nicht die damit? Nee, das sind Flussbestien. Die scheinen aber nett zu sein. Die sind zumindest gelb. Gehen wir da mal komplett durch. So. Du scheinst nicht nett zu sein. So. Oh, du machst auch ganz schön Schaden. Auf jeden Fall war der sehr groß. Hallo, guten Tag. Der hat mich mit einmal hops nehmen können hier. Eieiei. Die anderen sind aber lieb wieder, ja? Dann kann ich hier mal eben durchwuseln. Wo muss ich denn hin? Moment. Da unten. Oha. Also falls ihr das auch gerade hört, die streikende Müllabfuhr ist da. Also gestern haben sie es nicht abgeholt und heute kommen sie scheinbar dann doch vorbei, so wie es aussieht. Oh, ich muss dem Großen jetzt auch noch hinterher. Das finde ich aber nicht gut. Sag mir bitte, dass das die gelben waren, ja. Weiß aber nicht, ob das alles gelbe waren, weil die Großen, glaube ich, die greifen einen ja an, oder wie war das? Da hinten ist das Fragezeichen. Oh. So. Nee, ich muss aber den Weg da hoch, oder? Ich komm da sonst nicht hoch. War das nicht das, wo da gehangen hat? Nee, aber ich glaube. Nee, das ist okay. Das ist doch der richtige Weg. Ich würde schon sagen, gehe ich jetzt zur Leiche zurück und bringe die Sachen dann wieder oder so. Moment, da hängt aber trotzdem noch einer. Oh, doch. Was ist das denn? Ich muss näher ran. Och, steig doch einfach ab. So. Es sieht so aus, als ob Fährtenleser Burke auf das, was ihn hier befallen hat, nicht vorbereitet war. Er ist übersät mit kleinen Einstichen und Wunden. Aha. Zu eurem Glück hat er seine Wertsachen scheinbar in seinem Hut versteckt. Okay. Ja, das war der Werwolf. Och, der Arme. Es wäre jetzt schön gewesen, von dem noch ein Bild zu machen. Ich wollte mal nachzeichnen, aber okay. Du lebst wenigstens noch. Mit dir kann ich nur sprechen. Braucht ihr Schutz? Nee, du bist eine neue Quest. Ach so, aber mit dir muss ich trotzdem sprechen, steht hier. Willkommen zu großen Jagden. Blutelfer an diesen Ort erzählt... Was? An diesen Ort zählt alles als Beute, was sich bewegt. Ja, hoffentlich nicht ich auch. Hier ehren wir die, die mit den schönsten Trophäen von ihrer Jagd zurückkehren. Ich kann heute nicht mehr lesen. Meine Zunge ist irgendwie so leicht taub heute. Raubtierhaft. Benehmt abgeben. Euch in unserer Stadt. Ja, Entschuldigung, ich kann nichts dafür. Erwischen. Er ist verrückt geworden. Ich auch einmal abgeben. Die Königsfamilie zu verteidigen. Das ist schlechter. Nee, Moment. Ach so, Quatsch. Ich gucke gerade komplett woanders. Nee, derzeit angelegt ist das. Rüstung. Also 1-1-3-2-2. Ist beides mehr oder weniger gleich, ne? Das kann ich höher verkaufen, also nehmen wir mal das. Unser Königreich erobert keiner. Nein, wieso ist mein Inventar voll? Ich krieg die Krise. Ist das jetzt... Nee, ich habe aber noch ein Fragezeichen da drauf. Ja, dann machen wir es am besten anders, bevor ich jetzt hier die totale Krise kriege. Nämlich, dass ich mal schaue, dass ich mein Inventar ein bisschen leerer bekomme. Und ja, dann wähle ich halt das Rechte nochmal aus. Ihr habt es ja jetzt gerade gesehen, was ich da nehmen würde. Und die restlichen Quests werden wir dann auf jeden Fall erst in der nächsten Folge annehmen, weil wir doch relativ gut wieder in der Zeit liegen heute. Ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao!
Vielen Dank für dein Like. Falls du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.